Fast ein bisschen artfremd sind die Dressur Rails, die gerade installiert werden hier am nun 60er Dressurfähig. Martin schaut, hier ist sonst wirklich schwerpunktmäßig der absolute Spitzenspringsport zu Hause, aber seit 3 Jahren eine super Idee des Veranstalters, der Grand Prix. Und es zieht doch einige tolle Reiter hier nach Biesing-Hohenzollern. Wie beurteilst du insgesamt die Entwicklung des Dressursports hier am Fuße der Hohenzollernburg? Also es wurde von Anfang an von den Zuschauern eigentlich sehr gut angenommen. Die Halle ist immer voll gewesen und ich schätze heute auch wieder. Und der Sport war eigentlich immer gut. Es gab viele Skeptiker, weil es immer nur eine Prüfung gab, immer nur den Grand Prix, eine einzige Prüfung. Aber die Leute sind sehr motiviert und wir haben eigentlich von allen Reitern hier immer fast die Höchstleistung des ganzen Jahres gesehen. Es ist ein mutiges Konzept, wie du schon sagtest, nur eine Prüfung den Dressurreitern zu offerieren. Ist das vielleicht so ein bisschen wegweisend auch für das Land, den Dressursport attraktiver zu machen? Ich sag mal, in kleinen Häppchen leicht verdaulicher für das normalere Publikum? Ich glaube ja. Also ich bin ein Verfechter dafür, dass wir uns in die Höhle des Löwen, das heißt vor viele Zuschauer getrauen müssen. Und die Veranstalter hier in Biesing haben lange gebraucht und waren eigentlich sehr skeptisch, ob es überhaupt funktioniert und sind jetzt begeistert. Wir Dressurreiter mögen es eigentlich nicht so. Wir reiten lieber früh morgens, wenn noch keine Zuschauer da sind, kein Lärm, damit ja nichts passiert. Aber wenn unsere Sportart überleben will, müssen wir solche Prüfungen wie hier möglichst annehmen und sogar auch mit Freude reiten. Martin, du bist nicht nur einer der profiliertesten Ausbilder in Baden-Württemberg, sondern du bist nach wie vor natürlich hautnah dran an der Dressurszene. Und deshalb lass uns einmal so einen kleinen Blick werfen auf die aktuelle Starterliste in puncto Qualität. Die letztjährige Siegerin Uta Gref hat hier die Halle gerockt, ich erinnere mich. Ja. Super Atmosphäre ist natürlich wieder mit dabei. Ist das die Favoritin dieser Entscheidung? Eigentlich ja. Sie reitet hier Dandelion. Das ist seit 2 Jahren ihr Spitzenpferd, mit dem sie eigentlich Anfang dieses Jahres schon ganz dicht dran war, in die Mannschaft auf die Weltmeisterschaft sich zu qualifizieren. Hatte dann während der deutschen Meisterschaft und danach etwas eine Formschwäche. Aber mit ihr ist zu rechnen, sie kann hier wirklich eine, auch für nationale Verhältnisse, eine sehr gute Leistung abliefern. Und Martin Schaut sollte Recht behalten. Der 12-jährige Oldenburger Wallach Dandelion brillierte unter der Dressurausbilderin aus Weißenheim am Sand, Uta Gref. Die beiden gewannen überragend mit 72,533%. Ich muss sagen, für mich ist auch schön, das ist jetzt unser erstes Hallenturnier. War eine super Übung hier auch nochmal für uns, dass wir hier mit dem Publikum, wo viel los war, wo es auch laut war und dass es jetzt gut geklappt hat, freut uns auch sehr.